Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Und heute haben wir ein paar Tipps für euch, und zwar wie ihr euer Fahrzeuglevel hochpushen könnt, ja, wie ihr schnell leveln könnt, wie ihr schnell zu Kohle kommt und wie ihr, sagen wir mal, schnell tunt und dabei ein bisschen Geldersparnis habt. Und das Ganze geht wie folgt. Ihr geht in die Fraktionsrennen. Und dort wählt ihr euch die St. Louis-Sause aus. Ja, diese hier. Bedingung dafür ist, ihr müsst jemanden haben, der schon Level 50 ist. Ja, ihr könnt auch dann mich fragen. Ja, wenn ich da irgendwo rumfahre, ich bin fast jeden zweiten, dritten oder manchmal auch fast jeden Tag, jetzt ist sowieso Urlaubszeit, bin ich da, dann einfach mal eine Einladung schicken in die Crew. Dann können wir das auch gerne zusammen machen. Und wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach. Ihr wählt das aus, fahrt das Rennen, macht Kohle, macht Punkte, macht EP, macht levelt euer Auto hinauf und ja, schaut es euch einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also, los geht's. Machen wir einfach bis 30 hier, das ist anstrengend. So, bist du soweit? Nee, einmal müssen wir jetzt noch fahren, dann würde ich 30 werden, glaube ich. Gut. Dann kannst du erstmal Missionen fahren, dann kannst du die letzten 10 Level auch noch machen. Du kannst jetzt irgendeine billige Karre kaufen und deinen Skyline High Street oder Performance halt ausbauen auf Stufe 30 jetzt, ne? Ja. Das Auto kaufen, Kit 30 kaufen, nichts drin machen und dann einfach das Auto, was du haben willst, ausbauen. Hallo Jungs, ihr wartet. Cops sind hinter mir. Er ist weg.
Ach, die haben mich abgedreckt, die Scheißkops. Ich bin hinter dir. Du bist 2 Kilometer vor mir. Versuch mal westlich zu halten. Und dann ich fahre die ganze Zeit Richtung Westen jetzt. Alle Einheiten bereit halten. Du müsstest jetzt irgendwie 1,5. 1,4, 1,3. 1 Kilometer. Geradeaus. Die nächste links. Jetzt links. Jetzt gleich rechts. Der Mann ist ein Geist. Bin weg. Ich bin schon weg. Dann wärst du wieder auf die Autobahn gefahren. Jo, 30 geworden. Also wenn du willst, kannst du dir jetzt irgendeine Karre im PE-Modus besorgen und dann die 30er Kit einbauen. Gute Neuigkeiten. Noch ein Tuner. In Las Vegas. Rallye-Ausstattung. Rallye-Fahrzeuge brauchen keine Straße. Die billigste Karre, Hauptsache, Superpower und Stoßfänger, die ein Erdbeben überstehen. Bei den Monstern brauchst du keine Straße, um von A nach B zu kommen. Camaro oder sonst irgend so ein Scheißkarre. Die kosten ja nur 4.000-5.000, das kannst du dir jetzt ja locker leisten. Hab den Rallye-Tuner freigeschaltet. Ja. So, wie gesagt, also du brauchst auf jeden Fall PE, brauchst du, weil das kommt jetzt. Da kaufst du dir, wie gesagt, jetzt den 370 hast du dir als PE gekauft, ne? Genau. Den Nissan. Genau, und jetzt holst du dir irgendeine Karre als Startmodell, als normales Modell, wo es die PE-Version auch gibt. Und am besten die anderen Versionen auch, einen von diesen Muskelcars oder sowas. Und dann kaufst du die jetzt einfach, Camaro oder Mustang oder noch irgendwas. Und dann kaufst du dir die PE-Variante, du rüstest das Ding mit dem 30er Kit aus. Dann kannst du das 30er Kit bei dir in Nissan Skyline einbauen. Ja, so ein blöder Pack im Spiel. So, ich geh mal im Zaku, zack. Irgendeine Karre, wo du... Speed, Gelände und Performance am besten in einer Reihe hast und dann kannst du dir da jeweils das Auto kaufen. Hör mal ein Telefon.
Dir einen Performance gekauft? Nee, noch nicht. Und was hast du vor mit Harry? Gelände, oder was? Also, das ist mein Plan. Erstens... Ja, wie gesagt, du kannst im Grunde genommen eigentlich von jeder Klasse, sag ich mal, ne? Kaufst du halt 3 Autos, PE, Gelände, alles. Und dann kannst du in jedem von den Nissan, den du jetzt hast, kannst du dann ausbauen, das ganze Kit, ne? Ja, ich hole mir jetzt von Nissan Skyline, habe ich jetzt Gelände und PE kaufe ich mir jetzt auch jetzt. Ja, nicht vom Skyline, sondern vom 370 dann. Deine Skyline habe ich doch schon. Hast du das 30er Set schon gekauft? Oder? Nee, das noch nicht. Ja, aber das Ding ist, du musst ein Auto kaufen, ein anderes, das in der gleichen Klasse ist. So. Da das 30er Set einbauen und dann kannst du in deinem Skyline das bauen. Vorher funktioniert das nicht. Ah, okay. Deswegen sage ich ja, irgendein Muscle-Car nehmen, was alle 3 Kriterien hat oder 4. Und da kaufst du dir jetzt die Basisklasse, dann kaufst du dir die PE-Klasse, die GE-Klasse und die Street-Klasse. Und dann kannst du die ausbauen, Stufe 30. Dann gehst du auf den Nissan Skyline und baust dann die Teile ein in 30. Irgendein Mustang oder sonst irgendwas. Weiß egal, Hauptsache der hat alle 3 Klassen. Na, alle ganz schön teuer, ne? Ich guck, das billigste nehmen. Wir hier sortieren. Nach Preis sortieren, zack. So. Das ist wahrscheinlich das teuerste der Ferrari, ne? Ford Mustang. Ja, ich könnte jetzt den Mustang nehmen, der ist ja von Zoe bezahlt. Ja, zum Beispiel. Ach ne, das ist ja der... Genau, dann kaufst du die Performance-Klasse da vorne und dann kannst du dein Skyline Performance mit 30er Teilen ausbauen. So, Ford Mustang GT. Performance. Ja. Dann das 30er Set einbauen. Ja, klar. Performance Kit wählen. Stufe 30. Wenn das eingebaut wurde, kannst du 60 nach Skyline und dann baust du dir die Bronze 30er ein und schon hast du einen richtigen Sprung nach vorne. So, dann hole ich mir den Rallye auch gleich, ne? Genau. Ach nee, Rallye muss ich ja erst freischalten. Rallye kommt später. GE, Street und Performance. 3 kaufst du dir jetzt von dem Wagen da hin. So, wo ist denn mein Nissan? Tune deinen Wagen. Performance. Also der Performance reicht, weil wenn du in Miami jetzt gleich weiter machst, will er nur Performance-Wagen fahren. Getriebe. Dann geht die Kohle wieder weg, ey. Ja. Es reicht, wenn du Performance kaufst, weil wir mit gleich in Miami weitermachen und da gibt's nur Performance rein. Obwohl Hammer GE auch kommt, aber naja, mal gucken. Muss ja nur einer durchkommen.